Salve! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe heute was Besonderes für euch, und zwar ein Duft-Special-Bücher-Video, sowas in der Richtung. Es geht darum, dass ich euch heute verschiedene Düfte vorstelle, und zwar Düfte, die extra für eine ganze Menge von Büchermenschen kreiert wurde. Wir sind also insgesamt 8 Booktuber, wenn man so will, die alle ein Paket bekommen haben und jeder durfte sich einen eigenen Duft kreieren. Und die liebe Doris von wohlfühlmomente.de, ich habe euch den Link natürlich in die Infobox gesetzt, die hat diese Düfte kreiert. Und zwar haben wir im Vorhinein gesagt, was wir mögen, und ich glaube, es sind ganz verschiedene und tolle Düfte dabei rausgekommen. Und ich werde es für euch so machen, ich werde die Düfte jetzt das erste Mal anschnuppern und werde euch eine Duftbeschreibung geben und dann werde ich euch sagen, an welches Buch mich das erinnert. Und ja, schaut euch auf jeden Fall auch die anderen Videos an. Mit dabei ist nämlich noch die Sarah, die Steffi, die Paddy als Duftqueen sowieso, die Rebecca, die Ruth, die Melanie und die Ramona. Ich habe euch alle Kanäle und alle Namen, die ich gerade aufgezählt habe, auch unten in die Infobox gesetzt. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, vielleicht habt ihr von meinen Kollegen schon welche abonniert, dann seht ihr auf jeden Fall, dass wir dieses Video alle zeitgleich hochgeladen haben. Und ich bin auch ganz, ganz gespannt auf die anderen Videos und möchte wissen, wie die Düfte bei den Mädels angekommen sind und ja, was sie sich für ein Video dazu ausgedacht haben. Die Düfte gibt es natürlich alle bei Doris im Shop auch zu kaufen. Und wenn euch irgendwas von dem zusagt, dann schaut doch mal bei ihr vorbei, weil sie hat sich ganz, ganz große Mühe gegeben, wie ich gehört habe. Ja, und ich bin jetzt ganz, ganz, ganz gespannt, was mich erwartet. So, und hier seht ihr das Päckchen. Ich habe es natürlich schon mal aufgemacht. Und hier seht ihr den Aufkleber von der lieben Doris. Hier ist ihre Internetadresse drauf. Und dort kommt ihr in ihren Online-Shop. Und ich habe es wirklich noch nicht aufgemacht. Ich konnte mich zusammenreißen. Und ich habe schon gehört, dass so etwas wie ein Wachsschneider dabei sein soll. Und ich weiß gar nicht, was das ist. Aber die anderen waren auf jeden Fall begeistert davon. Und so wie ich das verstehe, wenn ihr was bei der Doris bestellt, dann bekommt ihr auch so einen Wachsschneider. Und ich bin schon ganz gespannt, was das ist. Mir gefällt schon hier alles, wie das hier so ist, ne? Mit dem Papier. Ah, das ist also ein Wachsschneider. Okay, das ist also wie ein Messer. Und so kann man sich wahrscheinlich die Tarts in Stückchen zurechtschneiden. Ich bin ganz, ganz, ganz gespannt. Ich habe es mal aus dem Karton befreit und ist das nicht hübsch? Ich meine, ich liebe sowieso rosa. Ich glaube, das weiß man auch, wenn man meinen Kanal kennt. Aber ja, damit hat man mich ziemlich sofort. Dieses hübsche rosa Päckchen wird auf jeden Fall behalten. Und wir machen das jetzt mal auf. Ach, geht schon weiter. Ich bin mega begeistert. Ich mache es mal auf. So sieht das aus, wenn man echte Handarbeit bekommt. Ist das nicht schön? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, welches jetzt mein Duft ist, aber das finden wir jetzt alles zusammen heraus. Ja, mir reicht das eigentlich schon, aber ich muss den natürlich noch genauer unter die Lupe nehmen. Aber wenn ich euch jetzt beschreiben könnte, was für ein wundervoller Duft gerade hier in diesem Raum schwebt, das ist so, als ob man in einen Luxusladen hereinkommt und dort von dieser wundervollen Duftatmosphäre erfüllt ist. Ich finde jeden Einzelnen auf seine Weise wunderschön. Meins ist natürlich der rosane. Und ich zeige euch jetzt das Wachs ein bisschen näher und lese euch die Duftbeschreibung dazu vor. Der erste Duft ist von Steffi von Lady of the Books und heißt Kissed by a Twin. Lass dich entführen ins Kino zu einem Date mit einem dieser unvergesslichen, rothaarigen Zwillingsbrüder, die sich mit ihrem Spaß an Schabernack und Witz in dein Herz gestichen haben. Dieser Kuss eines Zwillings wird dich in dessen unbeschwerte Zauberwelt entführen. Selbstgemachtes Popcorn, warm und leicht buttrig, findet einen köstlichen Partner in frisch aufgeschnittener Mango, deren reife Süße einen perfekten Genuss garantiert. In Kombination mit cremiger Vanille und gebackenem Kokosnuss entwickelt sich dieser Duft zu einem Hochgenuss und du wirst nicht genug davon bekommen. Also wenn ich diese Duftbeschreibung schon lese, weiß ich schon, dass ich gleich mich zusammenreißen muss, damit ich nicht in das Wachs reinbeiße. Okay, also ich rieche was Süßes, Kokos, bisschen hauchfruchtiges.
und sehr, sehr lecker. Mm. So ein bisschen nach Kindergeburtstag, nach so einer leckeren Torte klingt das, riecht das. Meine ich natürlich, ich bin schon ganz verwirrt. Und es gibt natürlich nur ein Buch, was dazu passt und das hole ich euch jetzt. Kissed by a Twin von Lady of the Books passt natürlich nur zu einer Sache und das ist Harry Potter. Man riecht ihn schon durch die Tüte. Ich finde den Geruch ganz, ganz toll und ich weiß, das ist für alle Food and Spice Fans auf jeden Fall der richtige. Und wenn ihr Harry Potter lest oder euch einen Harry Potter Abend gönnt, dann könnt ihr auf diesen Duft nicht verzichten. A Dragon's Dream von Litera. In manchen frostigen, geschichtenerfüllten Nächten träumst du von Drachen? Dann wird dir dieser Duft ein wunderbares Ruhekissen bieten. Auf einer sanft beruhigenden Basis goldenen Ambers und zarter Hölzer schweben Noten reifer Clementine und weißen Tees. Sternengleich funkeln weiche Kaschmircreme und schimmernde Vanille, warme Akzente von süßer Birne und Mandarine und wildem Jasmin. Sandelholz und schmeichelnde Moschus veredeln diesen Duft zu einem spannenden Traum für imposante Drachen und solche, die von ihnen träumen. Okay. Okay, liebe Doris, diese Nachricht ist für dich. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Glitzer an der Nase. Du bist ein Profi. Ah, oh, der ist gut. Der riecht nach warmem Winter. Der riecht nach Schnee, wenn es draußen so wunderschön glitzernden Schnee, wenn es so das erste Mal schneit und der Schnee das erste Mal liegen bleibt und sich die ganze Welt in so eine exotische, weiße, wunderschöne Welt taucht, die jungfräulicher nicht sein könnte. Man selbst sitzt vor einem schönen, warmen Lagerfeuer mit Fellen und hat vielleicht noch Popcorn vor sich oder so. Also der ist süß, warm, natürlich und erinnert trotzdem an Schnee. Ein ganz, ganz toller Duft. Also trifft total meinen Geschmack. Und ja, ich höre die Drachen schreien. Bei dem Thema Drachen und bei so einem wundervollen Duft gibt es eigentlich nur ein Buch, was passt. Und das ist The Game of Thrones. Das ist hier die englische Ausgabe. Und wenn du mir diese Kerze gibst und mir dieses wundervolle Buch gibst, dann ist für mich die Welt in Ordnung. Ganz toller Duft und würde perfekt zu dieser Szenerie, zu dieser Atmosphäre passen. Wahnsinnig toll und super gut gelungen. Joker von What Paddy Loves. Dieser Duft ist ein wahrer Joker und entführt dich in die Welt seiner wohl betörenden als auch unberechenbar vielschichtigen Persönlichkeit. Reichhaltige, buttrige Vanillecreme umfängt zuckrige Prisen von Aprikose. Diese luxuriöse Kombination köstlicher Komponenten wird veredelt durch einen wohldosierten Schuss kräftigen Kentucky Bourbons. Mit diesem besonderen Joker kannst du nur gewinnen. Dieser opulente Traumduft wird dir alle Facetten seines Wesens präsentieren. Also was man schon über diesen Duft sagen kann, zumindest rein optisch, der ist auf jeden Fall vielschichtig. Also ein sehr, sehr filigranes Muster und auch die Wachsfarbe, das Dunkle, das Schwarz. Also ich glaube, das ist ganz klar, worauf das hinausläuft und ich schnupper jetzt mal dran. Okay, ihr wisst vielleicht, dass ich so ein bisschen auf maskuline Düfte stehe, aber nicht, wenn sie so in der Nase kratzen und nach Schweiß riechen. Aber das hier riecht nach einem absolut heißen Psychopathen. Okay, der ist gut, der ist gut. Oh, ich könnte mich reinlegen. Also, wenn ihr mich bis jetzt fragen würdet, welcher mein Favoritenduft ist, ich kann es euch nicht sagen, die sind alle genial. Oh, wow, okay. Also man riecht was Süßes, aber gleichzeitig auch so ein bisschen was Herbes, Männliches. Vielleicht so wie so ein total gelungenes, männliches Parfüm. Vielleicht ist das so ein bisschen Richtung Moschus. Oder vielleicht ist das auch der Alkohol. Aber das hält sich so die Waage. Das ist sehr, sehr ausgewogen. Welches Buch könnte es anderes sein als dunkel, vielschichtig, anziehend und auf jeden Fall mega viel Thrill drin? Es gibt nur ein Buch, was dazu passt. Und das ist The Ending von Ian Reid, mein Jahreshighlight aus dem letzten Jahr. Und es gibt kein Buch, was diese Beschreibung besser treffen könnte. Je mehr man dran riecht, desto besser wird er. Und genauso ist es mit den Zeilen in diesem Buch. Und ja, deswegen ist es The Ending geworden. Und ich weiß nicht, Paddy, ob du den schon gelesen hast. Solltest du tun, wenn nicht, dann hast du auf jeden Fall was verpasst. Und das gilt natürlich auch für alle anderen, die es noch nicht gelesen haben. Zusammen mit diesem Duft hier auf jeden Fall ein unvergessliches Erlebnis.
Laguna Breeze von Ruth von Zwischen tausend Zeilen. Genieße Träume von Freiheit und vollkommener Entspannung an einem Sehnsuchtsort. Träume dich an den Strand einer einsamen Lagune, wo dich eine sanfte, warme Brise mit Noten von Strandhölzern und Vanille, von edler Zeder und Moos und Eukalyptus umweht. Du riechst das Wasser in all seiner Klarheit. Limone, Grapefruit und Aprikosennektar bringen erfrischende Süße. Und im Zusammenspiel mit Nuancen von wärmendem Patchouli, indonesischem Amber und sanftem Moschus wird dieser Duft zu deinem ganz persönlichen Sommertraum. Ja, ich würde sagen, mit der Wachsfarbe hat sie auf jeden Fall den Nagel schon mal auf den Kopf getroffen. Und ich bin gespannt, ich werde jetzt dran schnuppern. Oh ja, Nagel auf den Kopf getroffen. Frisch, windig, Meer, Treibholz, vielleicht so eine Holzhütte am Strand. Der ist sehr, sehr vielschichtig, finde ich ganz, ganz toll. Also nach dieser Frische kommt da noch etwas Natürliches rüber. Okay, das ist gut. Ja, ich habe jetzt schon so oft dran geschnuppert, dass ich gar nicht mehr die Vielschichtigkeit wahrnehme. Vielleicht hätte ich mir mal ein paar Kaffeebohnen hinstellen sollen. Wenn ich das richtig sehe, ist das sogar in zwei Schichten gegossen. Es riecht auf jeden Fall ganz, ganz klar nach einem Meerurlaub. Und ja, es gibt auch nur ein Buch, was mir einfällt, was mein absoluter Sehnsuchtsort ist und wie ich mir vorstelle, wie dieser Duft riecht. Und für mich dieser Sehnsuchtsort ist natürlich Orkney. Und das Buch, was dazu passt, ist Amy Sackwills Die Reise nach Orkney. Und es geht in dem Buch mehr oder weniger um eine Märchenerzählung, aber eine sehr urbane Märchenerzählung. Es ist also ein Mann mit einer 40 Jahre jüngeren Frau verheiratet und die Flitterwochen verbringen sie auf Orkney. Und das ist eine der äußeren Inseln von Schottland auf der Hochsee. Genauso muss es da riechen, nach frischem Wind, nach ganz viel Natur und nach der See. Und ja, schaut euch dieses Buch auf jeden Fall mal an, weil ich fand das durch seinen Sprachstil sehr, sehr beeindruckend. Amy Sackwill hat durch ihre Sprache ganz, ganz viele Bilder in den Kopf gezaubert und das hat mir super gut gefallen bei dem Buch. Genauso tut es dieser Duft auch und passen perfekt zusammen, die zwei. My Book Boyfriend von Beck's Book World. Du liebst die Welt der Bücher, du liebst es, dich in fremde Welten entführen zu lassen, in Träume von Freiheit und Abenteuer. Mit diesem Book Boyfriend entdeckst du Aromen von edlen Hölzern und zitrischen Nuancen. Vanille rundet die Kombination wunderbar ab, um dann mit eleganter Zeder, ein Spur frischer Minze und krautigem Lavendel ihren Abschluss zu finden. Zarte Orangeblüte und Sandelholz perfektionieren diesen aufregenden Duft und machen diesen Book Boyfriend zu einem verlässlichen Reisepartner für alle kommenden Abenteuer. Ja, ich bin mega gespannt. Aus dem Thema Book Boyfriend bin ich ja eigentlich so ein bisschen raus. Aber ich habe da so jemanden im Auge. Mal gucken, wie dieses wunderschöne Stück Wachs riecht. Oh ja, das ist gut. Da denke ich doch gleich an einen Waschzuber. Also, die Lavendel rieche ich auf jeden Fall raus. Den Lavendel, das ist ein der, ja. Auch ein bisschen zitrisch. Der ist auch, wenn man öfter dran riecht, desto besser wird der. Habt ihr schon mal so einen frisch geduschten Mann gerochen, der sich mit irgendeiner reichhaltigen, süßen, natürlich duftenden Bodylotion eingerieben hat? Ja, das geht in die Richtung und der gefällt mir sehr gut. Und was mir auch sehr gut an dem gefällt, ist, dass je öfter man dran riecht, desto besser wird der. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass der warm nochmal richtig, richtig gut zur Entfaltung kommt. Also ich bin wirklich begeistert von den Düften bisher, weil ich merke, dass da sehr viel Arbeit drin steckt, weil die absolut abgerundet sind. Bei den großen Herstellern ist es manchmal so, dass irgendein Geruch sehr, sehr klar rauskommt und dadurch die Düfte nicht so harmonisieren. Aber bei den allen, wo ich jetzt dran gerochen habe, muss ich sagen, die sind richtig gut abgerundete Gerüche. Man kann da jetzt einen einzelnen Geruch gar nicht so sehr rausriechen, aber das ist ja auch der Trick der Sache. Es soll ja einen neuen Geruch
durch eben das Mischen vieler Geruchsnuancen bilden. Und das ist gelungen und es ist hervorragend. Ja, und mein persönlicher Bookboyfriend, mit dem ich eine Hassliebe habe und den ich aber trotzdem gerne mal live erleben würde, das ist der liebe Heinrich der Achte, der liebe Henry mit seinen ex-sechs Ehefrauen. Das ist zwar jetzt kein typischer Bookboyfriend, aber doch eine sehr faszinierende Persönlichkeit. Und den kann ich mir definitiv in einem Waschzuber vorstellen, bevor er wieder die nächste Dame in sein Bett einlädt. Und deswegen habe ich an den lieben Henry gedacht und deswegen habe ich diese Person oder dieses Buch, es gibt ja eine ganze Reihe von Büchern, für diesen wundervollen Duft My Book Boyfriend ausgesucht. Spicy Bakery von Melanie Liest. Was backt denn da Gutes im Ofen? Ein klassischer und dekadenter Schokoladenkuchen duftet nach Nüssen und cremiger französischer Vanille. Sanfte Prisen von Muskat, Zimt und Nelke erinnern an den Lieblingskuchen des Bäckers um die Ecke. Lass dir diese Köstlichkeit nicht entgehen. Läuft dir schon das Wasser im Munde zusammen? Ja, da bin ich gespannt, was mich erwartet. Ich sehe gerade, die Sonne ist gerade rausgekommen und es ist etwas hell. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut sehen. Okay. Oh, ich sag euch, oh, man riecht den schon, wenn man die Tüte nur öffnet. Der ist gut. Oh, der ist richtig gut. Also, ich bin ja gar nicht so der Food-and-Spice-Typ, aber der hier ist auf jeden Fall sehr intensiv. Mir läuft gerade wirklich das Wasser im Mund zusammen, weil ich gerade an diese ganz leckeren, frischen Lebkuchen an Weihnachten denke. Der ist gut. Der ist auch richtig, richtig gut. Also, fantastisch, wirklich. Mmh, lecker. Ah, okay, vielleicht werde ich doch noch zum Food-and-Spice-Typ. Gut, sehr gut. Der ist aber nicht so penetrant. Es gibt ja so Kuchen- und Lebkuchengerüche, die fast schon in der Nase irgendwie zwicken. Oh, aber der ist sanft, aber intensiv. Also nicht zu aufdringlich. Vielleicht ist das richtige Wort. Oh, fantastisch. Gefällt mir super, super gut. Und als ich an Backen gedacht habe, ist mir sofort von Winston Graham die Poldark-Reihe eingefallen. Dazu gibt es auch eine Serie und die habe ich noch nicht komplett geguckt, aber die Teile, die ich geguckt habe, da gibt es eine Protagonistin, die sehr oft in der Küche gefilmt wird und sehr oft backt. Und ein Kuchen spielt bei einer Szene auch eine bestimmte Rolle und deswegen habe ich diese Reihe dafür ausgesucht. Und ich habe die noch nicht sehr weit gelesen. Ich bin im vierten Buch irgendwo in der Mitte, aber ich muss sagen, dass mir der Stil sehr, sehr gut gefällt. Das ist die englische Ausgabe, die gibt es auf Deutsch auch. Das riecht so nach was ursprünglichem Kuchen und ja, wenn einem so die Bilder davon in den Kopf kommen, das ist so herrlich, ein wundervoller Duft. Was Weihnachtliches würde auch passen, weil es halt sehr nach Lebkuchen riecht. Aber ganz, ganz authentischer Duft, super gut getroffen, ganz toll und der lohnt sich ebenfalls. Lady Greensleeves von Sarah Sophie. Die unwiderstehliche Lady entführt dich in die grünen Weiten irischer Freiheit. Eine wunderschön zarte Synthese von wilder Rose und edlen Hölzern, einem Hauch von Jasmin, Sandelholz, Apater Vanille und milden Zitrusnuancen. Hinreißende Noten von süßem Zucker setzen gemeinsam mit unwiderstehlichen Maiglöckchen und sanftem Moschus einen aufregenden Kontrapunkt zu Spuren frischer Minze und Nadelbäumen. Diese herrliche Komposition wird dich in ihrer Vielschichtigkeit und Eleganz begeistern. Eine Lady, in die auch du dich verlieben wirst. So, da bin ich mal gespannt. Der riecht ganz, ganz elegant. Ganz toll. Da riecht man zwar Rosenwasser und es hat auch was Altmodisches, aber es riecht überhaupt nicht nach Oma. Und so stelle ich mir Vintage vor. Wenn das Wort Vintage kommt und es dazu einen Duft gebe zu diesem Wort, dann käme das. Der ist fantastisch, wirklich. Der ist auch ganz, ganz toll. Wow. Richtig, richtig toll. Oh. Also ich glaube, solche Parfümsorten, sowas Zartes, Florales, mit dem gewissen Etwas, so Parfüm kann man heute gar nicht mehr kaufen.
Das riecht so authentisch und so elegant und so nach einer feinen, wundervollen Dame. Und überhaupt nicht aufdringlich, überhaupt nicht seifig oder irgendwie parfümig. Das hat eine ganz, ganz tolle Mischung von allem. Auch dieser Duft, man riecht die einzelnen Komponenten nicht so ganz raus. Und das macht das aber auch gerade so toll, finde ich. Wow, also der riecht auch fantastisch, wirklich. Stell dir vor, du kaufst die teuerste Seife, die du irgendwie bekommen kannst und mischst das mit einem edelsten Parfüm, was du irgendwie dir jedes Tröpfchen feinsäuberlich einteilst, dann hast du diese Mischung an Geruch. Selbst das trifft es noch nicht ganz genau, weil das riecht auch nach Rosenspaziergang und nach Haute Couture-Mode. Ich kann es kaum beschreiben, aber es ist ein fantastischer Duft. Und das Buch, was ich ausgesucht habe, wo wir bei Vintage und bei Edler Dame sind, das ist Maria Christina, Tagebuch einer Tochter, ein historischer Roman von Rebecca Nowak. Dieses Buch habe ich schon, muss noch kurz schnuppern, habe ich schon vor längerer Zeit gelesen und ich war damals ganz, ganz entzückt von diesem Buch. Es sind Tagebuchaufzeichnungen von der Schwester von Marie Antoinette, wenn ich mich jetzt nicht irre. Richtig, und man begleitet sie durch ihre Jugend bis hin zu dem Zeitpunkt, wo sie heiratet. Und es ist eine Liebesheirat, was zu dieser Zeit sehr, sehr ungewöhnlich ist. Und da gerade das fand ich so entzückend an diesem Buch. Und sie bringt es auch auf eine unfassbar authentische Weise rüber. Zum Beispiel berichtet sie davon, wie im Barock diese Haarnadeln, mit der man die Perücke befestigt hat, wie die am Kopf gejuckt haben und solche Sachen. Und ja, es kommt auch überhaupt nicht altbacken rüber. Und deswegen passen diesen beiden Düfte absolut perfekt zusammen. Und wenn diese Zeilen einen Duft hätten, dann wäre es dieser. Ja, es ist nicht nur auf der Liste der zuletzt aufgelistete Duft, sondern ja, jetzt kommt meiner. Und ich kann es natürlich kaum erwarten. Ich lese euch mal die Duftbeschreibung vor. Highland Cottage von Vilja. Greif zu deinem Lieblingsbuch und such dir ein Plätzchen unter dieser warmen Duftkuschelecke, die in einem urigen Cottage fernab in den einsamen Highlands auf dich wartet. Es ist an der Zeit zu relaxen, zur Ruhe zu kommen. Kaschmir und sanft trockene Holznoten bilden die Basis für frischen Zeder, subtile Jasminnoten und sanfte Vanille. Rustikale Komponenten von Patchouli, Moos und Leder vereinen sich harmonisch mit den Tiefen des Ambers und der Reinheit des holzigen Moschus. Ein unvergleichlicher Duft, der die sanften und ruhigen Stunden des Tages begleitet und dir unverzichtbar werden wird. Ich bin so aufgeregt. Die Wachsfarbe ist schon rosa und ich erwähnte ja, dass ich ein Rosa-Fan bin, aber definitiv kein Barbie-Rosa, sondern eher so ein zartes Altrosa. Und ja, die Wachsfarbe gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut und auch die Sachen, die in diesem Duft drin sind. Sie wollte ja von mir wissen, was ich gerne in dem Duft drin haben möchte, was ich kreieren möchte. Und es gab da so ein paar Sachen, von denen ich wusste, dass sie mir gefallen. Und ich bin jetzt einfach wahnsinnig gespannt. Okay, wow. Ich habe schon so viel geschnuppert, dass ich schon ein bisschen taub auf der Nase bin. Es riecht nach dem, was es werden sollte. Also ich rieche tatsächlich hier ein bisschen die Ledernote raus, aber auch Holz. So wie Felle auf so einem Holzgestell, so wie das im Mittelalter war. Patchouli nehme ich auch wahr. Es ist nicht zu frisch und es ist nicht zu süß. Und es hat definitiv was Markantes und das mag ich auch sehr gerne. Weil man muss sich bei den Sachen ja immer vorstellen, das ist ja ein Raumduft. Man zündet das ja an und man möchte ja, dass sein Raum danach riecht. Und natürlich ist es wundervoll, wenn ein Raum nach Kuchen riecht. Aber da öffne ich auch manchmal das Fenster. Bei so einem Geruch, so möchte ich, dass permanent mein Raum riecht, dass mein Haus so riecht, dass mein Mann so riecht. Und dass vor allen Dingen meine Kuschelecke und meine Leseecke so riecht.
Ihr Lieben, ihr wisst es wahrscheinlich schon, es gibt nur ein einziges Buch, eine einzige Saga, die zu meinem Duft passt. Denn mein Herz gehört nach Schottland und deswegen ist es natürlich Feuer und Stein geworden. Und Feuer und Stein hätte übrigens auch sehr, sehr gut zu diesem Kerzenduft gepasst. Und ich habe gerade erst die 5. Staffel beendet. Die fand ich grandios. Das 5. Buch aus der Reihe ist eigentlich für mich das Schwächste gewesen. Die 5. Staffel war für mich aber eine der stärksten bisher aller Staffeln. Und ich kann es kaum erwarten, meinen Duft warm zu riechen und dazu vielleicht nochmal in ein paar Zeilen von Outlander reinzulesen. Denn das ist meine Reihe. Das ist, die hat mein Leben verändert. Die hat mich nämlich zum Schottland-Liebhaber gemacht. Und bis jetzt war ich schon einige Male dort und werde es auch wieder sein. Und dieser Duft riecht ebenfalls nach Schottland. Und deswegen ist es natürlich diese Reihe geworden. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich möchte euch noch dazu sagen, wenn ihr bei Doris bestellt, bitte gebt meinen Kanalnamen an, denn dann ist euch dieser Wachsschneider auch sicher. Damit könnt ihr dann die Wachstarts auseinanderschneiden. Ich freue mich wahnsinnig, gleich die Düfte warm auszuprobieren. Und ich bin ganz ehrlich zu euch. Ihr wisst, dass ich stets ehrlich bin, auch wenn es manchmal wehtut. Ich habe ehrlich gesagt nicht viel erwartet, ne? Weil ich ein bisschen verseucht bin, vielleicht von Kommerzialität, was Düfte betrifft. Aber ich weiß, da lag ich vollkommen falsch. Also diese Düfte sind alle so toll, so ausgewogen, die riechen so gut. Da kommen mir tausende Bilder, Gedanken und Gefühle in den Kopf, wenn ich diese Düfte rieche. Und die waren ganz, ganz großartig. Wenn ihr noch nie was an Duftsorten probiert habt, ist das der richtige Weg. Probiert auf jeden Fall mal diese Düfte, diese Booktube-Kollektion aus. Und ich bin sehr, sehr begeistert. Vielen lieben Dank nochmal an die Doris. Und ja, ich hoffe, für euch war was dabei. Und mich würde es freuen, wenn ihr da mal ausprobiert. Sagt mir Bescheid, ob ihr was bestellt und welcher nach der Beschreibung euer Favorit sein könnte. Ich kann sagen, die riechen alle fantastisch. Und es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht, dieses Video zu drehen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf. Bye, bye.